Als Fotograf ist man immer ein Jäger des Lichts. Und ich bin eigentlich immer auf der Suche nach besonderen Momenten, wo einfach das Zusammenspiel aus Licht, Motiv, Vorder- und Hintergrund ideal ist. Und das möchte ich eben fotografieren. Mein Name ist Gerald Haas. Ich bin Biologe. Und seit über 30 Jahren beschäftige ich mich nun schon intensiv mit der Naturfotografie. Und ich freue mich immer, wenn ich hier die Kreativität mit dem draußen unterwegs sein in der Natur verbinden kann. Es gibt so viele Dinge, die mich da faszinieren. Gerade dann eben auch im Bereich der Makrofotografie. Ich kann da in eine eigene Welt abtauchen. Ich vergesse tatsächlich die Zeit um mich herum. Ich versinke praktisch in der Makrofotografie. Man kann völlig neue Welten entdecken. Die kleinen Dinge überraschen einen immer wieder mit neuen Aspekten. Insekten sehen plötzlich aus wie Aliens. Die Details eines Schmetterlingsflügels oder auch die Symmetrie von Blumen. Das hat mich schon als Kind begeistert. Und je länger ich eben fotografiere, umso mehr habe ich auch das Bedürfnis, diese Dinge anderen Leuten zeigen zu können. Wenn man rausgeht und oft passt man nicht richtig auf, man ist oberflächlich und geht über die meisten Dinge hinweg. Beim genaueren Blick sieht man eben erst die Details, die wirklich faszinierend sind. Je mehr ich draußen unterwegs bin, umso mehr kann ich entdecken. Und genau das möchte ich den Leuten eben auch zeigen, dass diese Natur so viele Überraschungen auch bereithält, dass es sich immer lohnt, da genauer auch hinzuschauen. In meiner Heimat fotografiere ich tatsächlich bevorzugt Makrofotografie. Ich kann ideal spielen mit Licht, mit der Umgebung. Versuche dann aus Vordergrund und Hintergrund ein harmonisches Bild zu kreieren. In der Makrofotografie ist es für mich immer die größte Aufgabe, das eigentliche Motiv in einem entsprechenden Umfeld darzustellen. Ich möchte einen Rahmen um das Motiv finden, der die Bildaussage unterstützt und zusätzlich bereichert. Jeder soll die Natur eigentlich achten und schätzen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Fotos das auch entsprechend rüberbringe und auch die Leute dazu animiere, selbst rauszugehen und auch das Wunder Natur so zu sehen.